Ja, hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Mr. Easy Racer in einer weiteren Folge meines Let's Plays von Forza Horizon 3. Ja, wir haben ja hier drei neue Events und ich würde mal fast behaupten, wir fahren erstmal hier nach oben, weil dann hätten wir das schon mal abgehakt, weil die anderen liegen ja relativ zentral. Das ist natürlich schon böse, aber was ich nochmal ganz kurz machen wollte. Rein theoretisch müssten die Reifen noch ein bisschen weiter raus. Ich will mal gucken, ob ich da noch was an den Einstellungen verändern kann. Das wollte ich nochmal ganz kurz machen. Das müsste unter Tuning sein. Okay, Sturz. Ah, Spur. Okay. Okay. Das bringt uns wahrscheinlich jetzt. Obwohl, nein, das ist ja, hey, what the fuck, was mache ich jetzt gerade? Das hat ja gar nichts zu tun. Spur können wir aber gerne noch ein bisschen weitergehen. Federn. Fahrwerkshöhe, gut, vorne geht, hinten können wir noch ein bisschen tiefer legen. Okay, dann geht also. Wie hieß denn das in. Jetzt, ja, stehe, beziehungsweise sitze ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Wie hieß denn das bei Need for Speed, hieß das nicht Spurbreite oder so? Ich weiß es nicht, Alter. Alter! Das ist jetzt natürlich schon der Gerät. Alter, wer hat diese Bandas hier hingebaut? Ich bin doch eigentlich der Boss, oder? Guck mal, wie ich jetzt aufsetze hier. Ist es euer Ernst? Okay, egal. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt steil. Und, gut, mein Controller vibriert die ganze Zeit. Aber ist wurscht. Okay. Hab jetzt natürlich viel gut Geld ausgegeben für den M4 Liberty Walk. Aber wurscht. Egal. Ja, Plan für diese Folge ist auf jeden Fall, dass ich diese vier Rennen. Boah, dass ich diese vier Rennen auf jeden Fall mache. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Gibt es nicht erste Ausfahrt, es gibt nur gerade Ausfahrt. Scharf rechts abbiegen. Scharf rechts abbiegen. Ja, aua. Ach, es waren auch ein Fahrer und ein X6 auch noch am Start. Der Flamur 94. Guten Tag. Ich grüße dich. Okay, ja, wie gesagt, mit dem Bremsen und so weiter, da muss ich mich noch ein bisschen hier eingrooven. Aber ich denke mal, das werden wir hinkriegen. Was mir auch auffällt, fahren die Driver da mittlerweile auch richtig? So richtig nach Straßenverkehr oder zumindest auf der richtigen Straßenseite? So habe ich irgendwie gerade das Gefühl. Und den M4 kannst du halt wieder so geil querschmeißen. Das ist so nice. Veranstaltungen bieten weite offene Strecken auf unterschiedlichem Terrain. Wie eine Besichtigungstour, nur schneller. Viel, viel schneller. Okay, du willst mir jetzt aber nicht sagen, dass ich mit dem M4 eine Querfeldeinveranstaltung machen soll. Okay, gut. Ich hab schon, weil das war ja so ein bisschen auch ein Kritikpunkt von mir in Horizon 2, dass du halt einfach mit dem Lamborghini durch Querfeld einfahren musstest. Weil das, ja, das macht normalerweise gar keinen Sinn. Aber gut, dass sie das jetzt wenigstens ein bisschen geändert haben. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Apostles Beach. Okay, sehr, sehr nice. Okay, dann gehen wir rein in die ganze Geschichte und gucken mal, was unser X6M hier auf jeden Fall zu bieten hat. Ja, jetzt ist das Nummernschild ist natürlich noch nicht geändert. Da muss ich mir auf jeden Fall noch was überlegen. Boah, aber das ist erstmal eine ganz andere Hausnummer als der 4. Alles mal ein bisschen träger und langsamer. Erstmal ein bisschen die G-Klasse hier angeschoben. Alter. Oh Gott, ich wollte eigentlich die Handbremse ziehen, aber das gelingt mir gerade nicht. Hallo, Alter. Hör auf, mich da wegzuschieben. Hier, fahr in die Bananenplantage rein. Okay, Alter. Alter, das schaut ja mal richtig Hammer aus. Weil ich versuche mal, ob man da gerade wieder, ne, und so ein geiles Foto schießen könnte. Mal hier so, ich kann das doch abbrechen. Kann ich nicht irgendwie. Ah, genau, so kann ich das hier ein bisschen neigen und heben und senken, wie ich lustig bin. So,
fokussieren. Kann ich das auch auf den... Nee, das schaut scheiße aus. Okay. Nee, schon auf den hier fokussieren. Ja, okay, sehr, sehr geil. Richtig nice. Okay. Und dann hätten wir das schon mal, weil das auch gerade mit dem Terrain so ein bisschen im Hintergrund. Richtig Bombe. Okay. Jo, Halleluja. Der Currywurst ist auch wieder hier mit am Schlüssel. Dann schauen wir mal. Oh Gott. Hier schön außenrum am Jeep vorbei. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Aber bis jetzt, irgendwie habe ich das... Oder kann es sein, dass hier irgendwie die Gegner nicht ganz so schwer sind wie auf normalen Straßenrennen? Habe ich irgendwie so das Gefühl, kann mich aber auch täuschen. Uiuiui. Ich glaube, die Bäume hätte man nicht umfahren können. Deswegen, ja, ganz gut, dass ich da durchgedriftet bin. An den X5 konnte ich nicht auswählen, gell? Das ist bestimmt ein X5M. Also den konnte ich da gerade nicht auswählen. Alter Schwede. Boah, gerade so noch den Checkpoint erwischt. Okay, 50% haben wir mittlerweile. Zieh am X außenrum vorbei. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Wunderbar. Kann sich sehen lassen. Jawohl. Neue persönliche Bestleistung mit 134.000 Punkten. Sehr, sehr geil. Und wir führen das ganze Ding mittlerweile ganz gut an. Das ist natürlich auch super geil. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Jawohl, hier schön quer reintreiben. Yes, schön mal alles abräumen hier. Super geil, super geil. Aber die KI bleibt dran, das taugt mir. Alter, oh Gott. Ah, da ist der Checkpoint. Oh. Okay, der kann das natürlich hier. So ein bisschen durchs Wasser fliegen. Ich frag mich gerade, wo ist... Ach, der zweite ist direkt hinter mir, den habe ich gerade überhaupt nicht gesehen. So. Okay. Interessant, interessant. Oh Gott, da geht's. Ich habe gedacht, vielleicht... Nein! Ich wollte gerade sagen, ich habe gedacht, vielleicht könnte man da abkürzen, aber es macht ja auch überhaupt gar keinen Sinn. So, weil die Schilder stehen da ja nicht umsonst. Ja, wie gesagt, was mir wirklich gefällt, ist, dass die KI dann wenigstens dran bleibt. Also ich fahre jetzt nicht einen unmenschlichen Vorsprung irgendwie raus und dann wird es langweilig. Ich kann mich zwar schon in Führung setzen, aber... Es bleibt zumindest bis zum Ende hin spannend. Ja, wunderbar. Hammer, unser erstes Offroad-Rennen auch gewonnen. Sehr, sehr gut. So will ich das auf jeden Fall sehen. Ein wahres Fahrerass. Bin stolz auf dich, Boss. Jawohl, danke, danke. Danke, danke. Fahrerass. Okay, warum hat mein Fahrer den Rückwärtsgang drin? Okay, gibt wieder ein bisschen Credits obendrauf. Müssen wir wieder die 50.000 Credits vom Liberty Walk Kit reinholen. Okay, und natürlich wieder gut EP. Da denke ich, brauchen wir jetzt auch nur noch ein Event und dann sollten wir das haben. Ein paar Fans wieder obendrauf. Okay, brauchen wir noch 7.000, dann können wir ja unser Festival ein weiteres Mal erweitern. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So taugt mir das. Okay. Ich habe einen neuen Kandidaten für deine Aufstellung entdeckt. Okay, jetzt wollte ich den eigentlich gerade anwählen, aber ging irgendwie nicht. Ja, da würde ich mal sagen, machen wir doch da einfach mal fix eine Route. Und dann, ja, können wir ja gerade mal im X6 eine Runde fahren. Alles klar. Dann schauen wir mal, was das für ein Fahrer wieder sein wird, der uns da joinen wird. So, wie gesagt, ein bisschen mit Handbremse hier und dann kann man auch den X6 gut querschmeißen. Das ist sehr, sehr geil. Okay, dann schauen wir mal hier schön um die Kurve. Jawohl. Da fehlt jetzt natürlich noch ein kleines bisschen an Leistung. Aber da kann man ja dann im späteren Verlauf noch ein bisschen nachhelfen. Okay, jetzt muss ich den natürlich wahrscheinlich hier finden. Irgendwo hier in dem Bereich muss er sein. Jetzt natürlich die Frage. Der Bereich ist nicht gerade klein. Wo der liebe Herr jetzt ist. Und vielleicht sollte ich doch auf den... Ah, ich kann jetzt hier nicht auf den M4 wechseln, oder? Okay, ist der hier dabei? Nee. Mavic. Ich weiß nicht, ob ich den in meinem X6 hier schlage. Das
So, jawohl. Schöner Powerslide im Allrad. Da sind noch ein paar Leute, die hier rumgurken. Der eine kommt mir jetzt gerade entgegen. Der ist es auch nicht. Der Klaus Skorpion. Jawohl, komm, komm, komm. Schön ein bisschen quersammeln hier. Da hinten fährt noch einer. Aber den kriege ich jetzt gerade nicht. Komischerweise. Der fährt auch aus dem Festivalgebiet raus. Mal kurz hier. Oh Gott. Ich weiß halt nicht, wer soll das sein? Ich kenne halt den Namen nicht. Hier unten vielleicht. Wieder der Currywurst. Ernsthaft, wo soll denn der jetzt sein? Ah, ich habe ihn gefunden. Ah, komm, 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 rum, 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 rum. Den DK. Irgendwas. Hab ihn gefunden. Okay, jetzt muss ich natürlich mich hinter ihn setzen. Okay, er fährt zumindest auch ein X5, also auch ein SUV. Deswegen, ja, sollten wir da zumindest gleiche Chancen haben. Wie gesagt, dieses erste Rennen war nicht ohne. Aber jetzt lehnen wir uns hier ein bisschen an, drängen ihn ein bisschen raus und dann passt das. Links abbiegen. Okay, yep. Rechts halten. Schon unterwegs. In 400 Metern okay. Links abbiegen. Irgendwie scheint das Rennen jetzt gerade ein bisschen einfacher zu sein, aber gut, das war es das andere auch am Anfang. Da kommt er auf links einmal. Abbiegen. Oh, ich muss hier auf die Brücke rauf. Oh, hallo G-Klasse. Du hast auch ein EP-Schild, ist wahrscheinlich unter der Brücke. 400 Metern links abbiegen. Also, das ist jetzt eigentlich fast nur noch hier geradeaus räubern. Jawohl, jawohl, jawohl. Links abbiegen. Oh Gott. Ich fahr ein bisschen querfeld ein. Route wird neu berechnet. Links ja, ja, berechne mal. Eine neue Route, Alter, war das knapp. Alter, war das knapp mit dem Range Rover. Holy moly. Okay. Nice. Wunderbar. Das heißt, Driver-Tar bereit zum Recruiten. Fahrer sehr, sehr gut. Fahrer Nummer 2 hat soeben den Vertrag unterschrieben. 931.000. Oh, Alter, 288.000 EP und 442.000 Fans. Holy moly, alter Schwede. Ja, ich wollte jetzt ganz, ganz fix noch mir das EP-Schild holen, was unter der Brücke sich höchstwahrscheinlich befinden wird. Das wollte ich jetzt noch ganz, ganz schnell machen. Und dann... was ist denn hier los? Und dann... Oh, da kann der durch den Fluss fahren. Let's test this out. Yes, locker, flocking. Wunderbar. Und dann will ich jetzt mal behaupten, fahren wir zum nächsten Event, was eigentlich direkt hier hinter uns ist. Unentdeckter PR-Stand. Bei nächster Gelegenheit. Okay. Ja, ja, ich wende schon gleich. So, was ist das denn? Sind wir ja eigentlich direkt hier? In 100 Metern links abbiegen. Oh, schon wieder ein Buggy, Sie oder was? Haben Ihr Ziel erreicht. Löffelliste. Okay, ist das sowas wie die neue Fahrspaßliste? Kann das sein? Sehr, sehr geil, wenn es das Hallo, ist. Hallo, Racer. Mit der Horizon-Löffelliste hauen wir so richtig auf den Putz. Stell dir vor, es sei dein letzter Tag auf Erden. Welches Auto würdest du fahren? Welche Rennen? Und dann steig in dein Auto und tu es einfach. Nichts zu danken. Okay, Rennen zum Zielort fahren. 4 Minuten haben wir Zeit. Ich würde mal sagen, einfach geradeaus, oder wie? Gott. Alter Schwede. What the fuck? Mal ganz kurz neu starten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da einfach querfeld einheizen soll, aber ich denke mal schon, oder? Ja, erobern Sie den Regenwald in einem Aerial Nomad. Okay. Mittlerweile hat Aerial nicht nur den Atom, sondern auch den Nomad. Okay, wunderbar. Der hat jetzt aber nicht mein Nummernschild. Deswegen wollte ich ja auch eigentlich zu Anfangs einfach Richtung Zielpunkt fahren und schauen, was ja, wir so hier unterwegs so irgendwie kaputt machen. So. Ich glaube, das sollte funktionieren, einfach hier so ein bisschen querfeld ein. Muss natürlich schauen, dass wir nicht irgendwie Häuser hier crashen. Yes. Entschuldigung. Ich muss
müsste noch mal kurz durch ihren Garten fahren. Ich sehe gerade absolut den Zielpunkt nicht mehr. Da hinten ist er, sehr gut. Alter Schwede, macht das Laune hier. Okay, aber ich glaube, gewisse Bäume kann man immer noch nicht umfahren. Sehr geil. Alter, da sinkt er komplett ein. Und jetzt hier durch den Regenwald oder in den Regenwald. Was natürlich ja auch schon wieder krass ist, weil ich wollte gerade sagen, das kann uns, ja, ich sag mal, sehr, sehr viel kosten, wenn man hier irgendwelche Bäume mitnimmt, die man zum Beispiel nicht umfahren kann. Ich glaube, ich fahre mal ganz kurz auf die Straße. Ach, Straße wird überbewertet in so einem Teil. Hoch damit. Okay, da kommt er nicht hoch. Okay, aber hier die Straße sollte er doch bestimmt, das Stückchen kann er bestimmt fahren, oder? So. Ja, ich bin vielleicht gerade ein bisschen zu viel Querfeld eingefahren. Das kann durchaus sein. Muss ich da jetzt die Straße fahren? Okay, ich mach's einfach mal. Ich höre schon auf zu fragen. Alter. Wo geht der so? Der geht ja brutal quer mit dem Hex. So. Weil ich weiß nicht, ob ich da die ganzen Berge hochkomme. Das ist gerade so meine Frage. Zum Beispiel jetzt könnte ich auch super cutten, wenn ich einfach, ihr seht es auf der Karte, einfach nur geradeaus fahren würde. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber es sollte eigentlich schon, oder? Da müssen wir fahren. Hoppa. Jawohl. Okay, gut. Gewisse Bäume kann man umfahren, das ist ganz gut, aber immer noch nicht alle. Okay, hier sollte gleich irgendwo ein Weg kommen. Ah, hier ist doch ein Weg. Haben wir ja wunderbar geschafft. Schön hier im Drift ins Ziel, oder? Ah, schade, nicht ganz geschafft. Fantastisch. Sie haben Blöffenlisten-Veranstaltungen wirken wahre Wunder für unsere PR- und Fanzahlen. Und bestimmt auch für die Seele. Okay, ich wollte gerade sagen, Sie haben den Zielort erreicht. Wunderbar. Nochmal knappe 5500 Credits oben drauf. Und nochmal ein bisschen EP, was uns die nächste Stufe beschert. Und das heißt, wir dürfen ja uns wieder hier was holen. Lexus LFA vielleicht. Komm schon. Oh, und schau, wie schade. Knapp an der Isetta vorbei. Oh, die hätte ich so gern gehabt. Die hätte ich ja so gern gehabt. Okay, neue Fans. Da gehen wir mittlerweile auch gut Richtung die 26.900 Fans zu. Das ist sehr, sehr geil. So, ja, jetzt hat es mir nur gerade hier. Ich bereite gerade weitere Löffellisten-Herausforderungen für dich vor. Ich glaube, das Team mag diese Dinger noch viel mehr als du. So, jetzt habe ich gerade nicht verstanden, was die zu mir gesagt hat, weil ich meine Kopfhörer neu einstecken musste. Aber egal, ist wurscht. So wichtig wird es nicht gewesen sein. Okay, jetzt würde ich mal sagen, machen wir noch das eine Event hier unten. Das sollte ja noch relativ schnell funktionieren, weil da sind wir auch nicht weit weg. Rechts abbiegen. Okay, ja, ich würde mal sagen, wir fahren hier mal... Alter. Ah! Bisschen am Strand, wollte ich sagen, weil... Bei nächster Gelegenheit wenden. Das ist auch noch eine Straße hier, die wir, glaube ich, nicht befahren haben. Jetzt hat er es auch gecheckt, dass wir hier unten lang fahren wollen. Und hier bei Sandy... die Sonnenschirme kaputt machen wollen am Strand. Okay. Da ist noch irgendein Bild. Oh Gott. Das werden wir uns irgendwann anders mal anschauen, weil ich jetzt gerne noch das Event fahren würde. Das hier ist eine Querfeldein-Rundstrecke. Wie beim Querfeldeinrennen, nur eben rund. Hey, ich habe mir diese Namen nicht ausgedacht. Ja, wieso? Passt doch. Ist doch wunderbar. Gar kein Problem. Okay, Tiefsee, Querfeldeinstrecke, zwei Runden in Byron Bay. Sollte funktionieren. Okay, alles klar, schauen wir mal. Jo, gehen wir direkt rein. Wie gesagt, schauen wir mal, dass wir das hier gewinnen. Unsere zwei Fahrer sind hier natürlich auch mit am Schlüssel. Alter, hör auf mich zu crashen, Junge! So, oh Gott. Ich hab deswegen oh Gott gesagt, weil ich nicht wusste mit dem Pfeiler und dem KI-Fahrern hier, beziehungsweise den Driver fahren. Okay.
Ja, mal wieder durchs Feld fliegen, wie immer eigentlich. Okay. So, mal wieder ein paar Gärten kaputt machen hier. So, das Aufräumkommando mit Easy Racer KKG ist nun auch unterwegs. Ja, aber wie ich schon mal gesagt habe, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die KI echt im Gelände ein bisschen schwächer ist. Oder mich täuscht das einfach. Kann natürlich auch sein. Aber ich finde schon, dass sie echt ein bisschen schwächer ist. Oh Gott. Nein, der schöne Fähigkeit ist weg. Der Fähigkeitsbonus. Okay, obwohl, hier ist mittlerweile Rundenwechsel. Nee, ist das nicht. Ist es nicht. Der Easy hat mal wieder ein bisschen Scheiß erzählt hier. So, durch den Checkpoint hier durch. Jetzt sind wir aber wieder gleich auf 1. Alter. Boah, zum Glück kein. Ist mir der Fähigkeiten Multiplikation nicht gelöscht worden gerade. Obwohl ich ja leicht mit dem Heck die Wand gestreift habe. Okay, jetzt noch den ersten hier holen. Sollte hoffentlich ja, jetzt gleich passieren. Jawohl, so ist es. Und dann sind wir hier wieder richtig gut unterwegs. Das war nicht gut. Da hat es mich, ihr seht es, die ganze Zeit immer so ein bisschen ausgehebelt. Und ich war mir dann echt kurz nicht sicher, in welche Richtung ich hier weiter muss. Okay. So. Ja, also der X6 kommt schon immer noch ganz gut quer. Also man merkt auf jeden Fall sein Gewicht hier im Handling. Das auf jeden Fall. So. Aber so soll es ja auch sein. Ist ja realistisch. Ich kann mir auch vorstellen, in echt merkt man das schon, wenn man so eine Kiste hier fährt. Zumindest ein bisschen, ja, ein paar mehr Kilo hier auf der Uhr hat. Hier da. Bei den Sprüngen mache ich irgendwas falsch. Muss ich da irgendwie ein bisschen vorbremsen oder so? Es war, ist mir eben gerade schon aufgefallen, dass ich da sehr viel Zeit verloren habe bei dem einen Sprung. Okay, jetzt die letzte Kurve hier gut erwischen. Aber hier durch den Checkpoint fahren, ich wollte schon wieder zu sehr cutten. Dann habe ich das geschafft. Nice. Wunderbar. Ein weiterer Sieg. Genau das wollen die Fans und ich sehen. Yes, Baby. Oh, ganz knapp. Auch nur die schnellste Runde. Der Buddha auch ganz gut unterwegs, aber passt. Wunderbärchen, Puppärchen. Sehr nice. Noch ein paar Credits oben drauf. 8200. Uff. Oh, wieder richtig viele EP. Ja, passt. Wunderbar. Und Fans kriegen wir natürlich auch nochmal oben drauf. Ja, da ist so ein bisschen langsam ernährt sich das Eichhörnchen. 2000 Fans fehlen uns noch. Und dann haben wir das auch geschafft. Ja, jetzt weiß ich nicht, wenn ich jetzt in den, von dem Ladebildschirm wegkomme, ob dann wieder irgendwas kommt vom Gespräch her. Nee, kommt nichts. Deswegen würde ich jetzt sagen, liebe Motorsportfreunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich würde mich drüber freuen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also, jetzt wünsche ich euch noch was. Sagt Ciao, Servus und bis dann.